Hallo SpongeBob, servus. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen der Ring. Oh, Ring, der Ring. Oh, Stalin. Okay. Ne Sassy Ho haben sie. Lightning. Prima. Nix, was uns gefährlich werden könnte. Wenn wir richtig fahren. Oh, das wird noch eine Weile dauern, Schlumpfinator. Ich weiß nicht, wann kommen die Russenkreuzer raus? 094? 095? Vielleicht? Also es wird schon eine Weile dauern. Ein paar Monate. Ja, irgendwie so erstmal Juni, Juli vielleicht. Wissen wir noch nicht genau. Aber du hast noch ein bisschen Zeit. Jetzt müssen wir erstmal wissen. Alaska fährt wirklich zum Gartenrand, Alter. So, wir schauen jetzt mal, ob wir hier noch einen Kampf angehen können. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht plötzlich off guard. Na. Und Lightning haben sie dort vorne. Interessant. This is my cap. Boy. So bin ich offen eigentlich. Ich war gerade zu und jetzt bin ich wieder offen. Hätte ich nicht zugehen können? Voll? Irgendjemand ist in DNC? Nee, hä? Irgendjemand. Der DD vorne hier im C-Cap. Er macht uns auf. So, da drüben. Asashio, wahrscheinlich war er das, ja. Wir müssen wissen, wo die Stalin gerade steht. Drüben, ja, die Stalin gerade ist in A. Okay, dann können wir aber hier drüben tatsächlich ein bisschen Stress machen. Ich würde vielleicht ganz gerne die NC dort oben einmal torpedieren. Wobei die tritt gerade wieder weg, schade. Dann lass uns doch rüberfahren in die andere Richtung, Richtung C, dort ganz schnell angreifen. Lightning verfolgen machen wir jetzt erstmal nicht. Aber. Möglicherweise könnten wir ja drüben kurz mithelfen. Da ist er wieder. We destroyed the destroyer. Ich will einfach 5 Abpraller machen.
Komm, Leute. Da ist AP für den Typen hier. Was der. Oh, okay, er ist schon rausgegangen. Nice. Pinguine haben sehr gute aerodynamische Eigenschaften und können sogar fliegen, wenn man sie auf 267 Kilometer pro Stunde beschleunigt. What the fuck? Smoke generator activated. Dankeschön, Panix! Danke für deinen Support, Mann. Dankeschön für das unnütze Wissen. Egal, hab geht raus. Vielen, vielen Dank für deinen Support, Panix. Dankeschön. Hallo Tyson, moin. So, ich war gerade wieder ein bisschen abgelenkt. Hab versucht, hier keinen Fehler zu machen. AP zu behalten. Asasio ist... Wo ist die denn? In der Mitte. Die ist an uns vorbeigefahren einfach irgendwie vorhin. Okay. Hallo Dragon Ball One. Servus, mein Moin. Und hallo Bono Bono. Hallöchen. Und Dogge. Hi. Während Stalin gerade ist raus, uns kann einfach nichts mehr aufmachen jetzt. Wenn wir im Nebel sitzen. Das heißt, wir haben einen riesen Vorteil. Mein Hydro auch gleich zünden. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, weil wir noch eine NC vor uns haben, die auf uns zufährt. Das heißt, wir sollten eigentlich unser Nebel so schnell wie möglich nutzen, um umzudrehen und hier wieder rauszufahren. NC werden wir aber wohl hinkriegen. Wir haben auch gleich nochmal Nebel ready für die, dann können wir die Freunde abschießen. Wenn die nicht schon rausgeht. Dass wir irgendwie. Diese Shima, die hat da leider. Hat es geschafft, sein Kommen. Unsere Ignoboy ist reingefahren und gestorben. Schade. Immer noch ein Escape-Nebel übrig.
Ich muss halt irgendwie diesen Cap rein und die Punkte erstmal blockieren. Müsste irgendwie dort rüber. Wenn ich hier mal nochmal rankomme, nochmal versucht uns zu spotten, dann werden die auf jeden Fall rausbekommen. Problem ist nur, dass halt nach wie vor, wir sollten uns einmal hochhalten vielleicht. Als Sashi haben sie halt auch noch. Das ist leicht riskant. Vor so vielen Schiffen hier reinzufahren. Aber wir müssen dorthin Punkte blockieren. Weiß nicht, was die Drake vorhat. Dann ist jetzt ab. Als wüsste sie, dass ich gerade Tops rausgelassen habe, ey. Ah, sein Monster hier, ne? Vielleicht die Tops früher rauslassen sollen. Boah, der wird einfach von der Bismarck fertig gemacht hier. Was? Ah, jetzt kommt die Drake von hinten. Na super. Das ist natürlich grandios, Alter. Problem ist, dass er genau in Hydro-Range ist. Ach so. Ich bin jetzt schon so weit, dass er zugehen kann und ich nicht, weil Bismarck hier ist. Müssen mal kurz in die Richtung hier wegdüsen, dass wir aus der Range von seinem Hydro raus sind. Albemarle, Malphi hat auch nichts mehr. Das ist uncool. Izumo dort vorne. Bismarck, wie fährt er? Fährt er hier rein? Eventuell haben wir Glück und die Torps nehmen ihn mit. 6 Kilometer Spotting. Noch näher will ich eigentlich nicht ran, aber die kriegen halt die Punkte, das ist das Problem. Immer haben sie noch irgendwo im Rahmen. Wir behaupten, die Bismarck ist gleich raus. Ja, Bismarck ist raus. All stations, concentrate fire on that target. Enemy battleship sunk. Generator activated. Er ist wirklich zugegangen. Jetzt fährt er so zurück, dass meine Tops nicht treffen, oder was? Doch. Treffen. Die sind halt hier wirklich nicht getroffen, Alter. So. Wir haben noch einmal die Möglichkeit, uns zu heilen. Wir müssen jetzt ganz schnell in diesen Cap reinfahren. Albemarle lebt noch, Amalfi lebt noch. Gascon ist halt hier. Shimakaze ist gefährlich. Die hat noch 2000 AP, aber trotzdem. Wir haben nicht mehr so viel. Und Asashio halt. Asashio kann uns rausschießen, wenn die gut trifft. Die ist hier irgendwo.
Die ist hier drin. Dammit. Vermutlich hier in dem Bereich irgendwo. War sie zumindest zuletzt gespottet noch kurz. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie rauskriegen. Noch einmal Hydro anmachen. Was? Ich war kurz offen. Da? Da? Irgendwo? Hier? Idee? Die Shima war da hinten. Tatsache. Aber wo ist denn die Asashi dann hin? Hinter der Insel wird sie nicht sitzen. Dammit. Ah, doch, da ist sie. Kann aber nicht weiter vorfahren. Wegen der Gascogne. Oh mein Gott, Detonation. So, die Makase noch hier drin. Das ist das Beste, was er machen kann, angreifen. Für uns, meine ich jetzt. Das ist echt das Beste, was er machen kann. Worum fährt er? In welche Richtung fährt er? Darum? Ja, fährt darum. Generator activated. Smoke screen set. Never give up, guys. Never give up. Never give up. Ey, das war eine coole Runde, ey. Ich gebe zu, mir geht da gerade ein bisschen die Pumpe, dass ich das nicht versaue am Ende jetzt noch, aber... Boah, die war schön. Die war schön.